Oh, ich hoffe, jetzt funktioniert das Ganze. Eben hat das nicht funktioniert. Ich warte noch mal ein bisschen. Dum, di, dum, di, dum. Ah, da sehe ich ein Bild. Perfekt. Ja, willkommen zurück. Hier ist der Gatekeeper Ron. Ich werde den als Heiler versuchen. Hallo Chosen, auch wieder am Start. Ich habe so ein bisschen Schiss vor dem Gatekeeper. Das letzte Mal habe ich den, wie gesagt, als Tank gemacht und diesmal als Heiler. Ich bin gespannt, ob das alles so hinhaut. Ich gucke noch mal gerade nach, ob ich mein richtiges Gear anhab. So, hier Heilungswert, 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 Heilungswert. Okay, Gesundheit, meh. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Oder ich könnte. Wie viel Geld habe ich? Ich versuche es erstmal so. Und wenn es nicht klappt, dann hole ich mir noch ein Heilungswert Zeug für den Gürtel. Aber ich hoffe, das klappt auch so. Ich gucke, zeige euch mal kurz die Skillung, die ich habe hier. Blutlinie, Büllungsangriff. Sorgt zusammen mit diesem Skill hier. Und diesem Skill hier, also das hier sorgt dafür, dass es das Defensivziel ein bisschen geheilt wird. Der hier gibt mir mit jedem Schuss von dem genug Ressourcen, um Blutschild zu casten. Das heißt, eins, ich kann 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ganz viel machen. Hier hinten ist ein bisschen Heilung, was gleichzeitig meinem Offensivziel einen Absaugeffekt gibt. Der Transfusion und Übergriff ist, glaube ich, nötig, um eine Reinigung zu machen. Das ist, weil der Gatekeeper, glaube ich, einen Debuff auf uns drauf zieht. Ja, und der Rest ist relativ simpel. Moment, wo ich gerade merke. 1, 2 stimmt nicht, sondern jetzt stimmt es 1, 2. Weil das hier nur nötig ist, wenn wir zusätzliche Heilung brauchen. Das Blut, die erlesene Leiche ist ja, normalerweise stärker als das Blutschild. So, dann habe ich hier noch mehr Heilung durch den Skill, mehr Heilung durch den Skill. Das sorgt dafür, dass wir mehr Schaden bei unseren Crits machen. Das hier sorgt dafür, dass sich unsere Crit-Chance erhöht. Und das hier sorgt wiederum dafür, dass wir mehr Heilung machen und dass unsere Crit-Chance auch erhöht wird. Ja. Also sieht ganz gut aus. So, hoffentlich. Ich hab Angst. So, gehen wir mal rein. So, hier haben wir diese drei Pinöppels hier. Ich weiß gar nicht, welche davon für Heilung steht. Ich denke mal Vita. Furia, das ist, glaube ich, ein Damage-Dealer. Fortitudo für den Tank. Und Vita müsste der Heiler sein. Wenn nicht, habe ich ein großes Problem. Okay. Angst! So, hier ist unser Freund. Okay, jetzt müssen wir hier schon mal umschwenken wieder, weil ich die ganze Zeit verpeilt habe, wie ich den jetzt hier heile. Und ich bin direkt schon tot, weil ich hier in so einem AOE gestanden habe. Fail. Naja. Schade, schade. Aber es sah eigentlich bis dahin gar nicht so übel aus. So, hier, Typi. So, jetzt hat er von Anfang an das Schild. Man sollte nicht von der Plattform fallen. Ja,
Ich und Bewegung, Leute, das ist so wie Sonne und Mond, Regen und Feuer. Übrigens, falls Harlekin noch zuguckt, ich soll dich von Nio grüßen und dir einen Regenbogen schicken. Ihre Worte. Wie kann ich dieses Schild bei dem gar nicht sehen? Das ist ja total zum Kotzen hier. Okay, raus. Ah, schon wieder in den Kreis reingelaufen. Machst du das als Heiler? Ja, das stimmt. Ich mache es als Heiler. Richtig, Eukalypta ist ja von Natur aus eher so der Heiler. So. Heiler. Warum müssen die jetzt schon wieder so runtergezogen hier, ist doch zum Kotzen. Wieder hochheilen hier. Aber zumindest funktioniert das. Muss man ein bisschen. Okay, jetzt habe ich den Debuff. Okay. Hier wieder weg. Okay, jetzt muss ich gucken, dass auch noch andere geheilt werden, nämlich der da hinten. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich wüsste ja, was ich mache. Ich ziehe den hier raus und pack mir noch Cold-Blooded mir damit rein. Ich finde das ätzend. Normalerweise hat man ja hier die Leiste mit seinen Leuten, wo man auch sehen kann, ob die Lebenspunkte verlieren oder nicht. Und hier muss ich jetzt hier auf die Typis draufklicken. Das ist ja voll ätzend. BZ6W ist. BZ6W ist. Chosen, was soll das? Kryptisch. So, hier, Freund. Ich glaube, das mit dem. Ich glaube, so ist es einfacher. Jetzt kommen wieder die Leute von außen. Den muss ich jetzt gleich heilen. Den muss ich auch wieder heilen. Den auch, okay. Ein bisschen mehr rumklicken hier. Den heilen, den heilen. Was ist mit dem da hinten? Der braucht nicht geheilt werden. Okay. Okay. Okay, der kann. Und das war's. Bams! Juhu! Da applaudiert er mir, der Gatekeeper.
Das war einfacher als Tank, würde ich sagen. Das war die Antwort für mich. Ja, aber was heißt denn BZ6W ist? Bezwecksw ist. Bezweck. Bezweckswist. Strange. Strange, strange. So, jetzt kann ich Nightmare. Und mir schöne Glyphensets holen. Tippfehler? Ja, das kann ich ja nicht riechen. So ein Feuerball, Junge. Ach, beziehungsweise ist. Aber das verstehe ich immer noch nicht. Achso, ja, war er beziehungsweise ist. Okay, ja, ich bin ein bisschen begriffsstutzig, Tosen. Ja, wisst ihr? Ich gehe jetzt erstmal zurück ins Fraktionsquartier. Was habe ich denn hier an Schwarzbarren? 500. Ich denke, da ist wohl neues Gear drin. Also, ich bin immer in dieser Templerschiene drin und will immer nach London rein, aber muss man ja nicht mehr. Ja, schon gar nicht als Drache. Ja, dann wird jetzt Eukalypta gleich die ersten Nightmares laufen. Muss ich nur ein paar nette Leute finden, die mit mir das machen. Ich hoffe ja, dass meine hauseigene Verbindung das mal auch mit mir mal macht hier. Nö, das wäre nicht so schlecht. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Wer steht denn hier so rum? Draconian Bastards. Okay. Die. So, hier gibt's Upgrades, die will ich noch nicht. Hier will ich eigentlich auch noch nichts. Hier könnte ich mir was holen. Die Frage ist, was? Also ich habe jetzt das Kopfteil. Will ich Schaden oder will ich Heilung? Hihi, ja, hihi. Villandesch, sehr schön. Heilungswert. Ich finde, der Heilungswert ist gerade eigentlich auch noch schon ziemlich in Ordnung. Ich frage gleich einfach mal die Leute, mit denen ich reingehe, was ich mir holen soll. Oder ob ich sparen soll oder so. Ich schalte euch noch mal kurz ein bisschen off und suche mir jemanden, der mit mir zusammen zockt. Und dann seid ihr gleich wieder mit dabei. Ich schalte hier einfach nur das Bild und den Ton ab. Und ihr könnt ja weiter hier was in den Chat schreiben oder so, wenn ihr da auf so irgendwie seid. So, hier, zack. Ich komme sofort wieder. Ich bin nicht komplett weg. Ich verspreche das. Connected. Channel switched. Hi. Hallo. Jetzt habe ich erst kapiert, dass du Eukalypta bist. Macht ja auch Sinn. Na, läuft dein Stream noch?